Und damit recht herzlich willkommen auf meinem Rösti-Kanal. Ja, Freunde der Nacht. The last beta version of One Night at Marcel Davis. Diesel Modem Factory. Recreated. Ist da. Sie ist da. Sie ist da. Die last beta version. Schöne Grüße an BM Creations, dem Entwickler von dem Spiel, der mir diese Versionen, die ich jetzt schon spielen durfte, also die zweite, die ich jetzt spiele, und auch die letzte wahrscheinlich, zur Verfügung gestellt hat, dankenderweise. Es ehrt mich sehr, dass ich derjenige bin, der das spielen darf, und ihr dürft wenigstens mal zuschauen. In diesem Update ist ja ein Update rausgekommen, ne? Wie ihr seht. Und das soll es ja auch ein paar Secrets geben und ein paar, ja, viele soll sich verändert haben, freundlicherweise, dankenderweise. Und dann lassen wir uns mal überraschen, ne? Ich würde sagen, wir starten einfach mal das Spielchen hier. Und ist jetzt schon eine Weile her, wo ich die erste Beta spielen durfte. Und ich weiß aber wieder überhaupt nicht, was ich eigentlich tun soll. Oder was ich drücken soll. Ah, press space repeatedly to make the... drücke space und wiederhole, um die Leiste in der linken aufzufüllen. Wenn die Leiste voll ist, Geräusch machen, der Marcel Davis weggehen lässt. Wenn du zu langsam bist, bist du tot. Nice. Oha. Telefonvolle 24 Monate für 19,99 Euro im Monat. Ah. DSL-Modem. Ich wollte nur mal testen, ob es auch funktioniert, ne? Ah, ich finde das Spiel schon richtig cool. Es hat ja... DSL-Modem. So ein bisschen ein Funny-Faktor. Du dummes Luder! Ha! Dummes Luder! Du bist Luna! Herr BM Creations, bin ich das? Das kommt mir doch so bekannt. Du bist Luna! Oh, ja, nice! Great! Unbelievable! Ich lach mich tot, Leute! Super! Ist das nice! Great! Ich danke dir gewaltig. Ich liebe dich. Ich möchte ein Kind von dir! Ich möchte ein Kind von dir! Gibt's ja noch jemand Sekunden? Du bist Luna! Oh, es ist schwierig. Nice. Es ist nicht so einfach. Oh, ich drücke mir hier bei Space den Arsch ab. Game over, keep trying. Der Marcel hat mich getötet. Nice. Great. Also wer das Spiel nicht mag, der hat irgendwie den Sinn des Lebens verpasst oder Playgame. Der kapiert das Leben nicht, wer das nicht mag. Nice, great. Du dummes Luna. Jawohl. Och, was für eine... Die nächste Ehre für mich. Mich im Spiel wieder zu verewigen. Geil. Mal schauen, ob... vielleicht da was anderes gibt.
DSL-Modem. DSL-Modem. Das DSL-Modem ist zurück. Du bist mit Luna! Aber ich muss sagen, das passt voll auch mit diesem... Du bist mit Luna! Das mit dem Nachhalle, das... Das finde ich cool. Das passt voll. Das ist super gemacht, super gemacht. Cool. Gibt's hier noch irgendwo was? Irgendwas? Irgendwas vielleicht noch anklicken kann ich ja. DSL-Modem. Hier ist noch Platz. Wäre noch Platz für irgendein Bild oder was? Im Büro? Oder im Eingangsbereich? Ist Büro da? Komisch, vorhin habe ich es hinbekommen, wo er noch nicht da war. Oh, und jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Was? Ich lusche. Ich langsame Stück Mist. Was, du dummes Stück? Ich spiele so lang, bis ich ihn kaputt gemacht habe, diesen Marcel. Wieso bist du eigentlich gerade auf den Namen Marcel Davis gekommen? Hat es irgendwie eine besondere Bewandtnis? Würde mich mal interessieren. Warum gerade Marcel Davis? Warum gerade dieser Name? Ich würde auch gern sowas können, so Spiele machen. Ich würde dann so Rusty's Cheesecake Factory machen. Weil ich liebe ja Käsekuchen. Cheesecake Factory. DSL-Modem. The Return of the Cheesecake Eater. Ich liebe sowieso alle Kuchen. Alle Torten. Alle Süßspeisen, Mehlspeisen. Oh, ich kann mich tot fressen. An Torte. Und ein Kuchen. Stropfmampf. DSL-Modem. Secret. Another secret. Power. Give me more power. Draußen ist alles ruhig. Da ist der Honky Tonk Man. Ich war fast oben. Es ist schwierig. Also, aber gut. Es soll ja nicht so einfach sein. Einfach kann jeder. Aber ich krieg's doch hin. Irgendwann in diesem Leben krieg's doch hin. Vorher höre ich nicht auf. Nein. Play game. Gibt's hier noch vielleicht ein Secret? Show FPS. Machen wir lieber mal aus, ne? Sonst krieg ich doch eine Lebenskrise. Improve FPS. Low Detail. Nö, für was? Brauche ich nicht. Survive until 6 AM. Last beta version. The clock. Ich finde dieses Neon Pink, das finde ich cool. Gefällt mir die Farbe. Und ich habe schon geschrieben, mir gefällt am Anfang sein Logo im Fernsehen, das gefällt mir. DSL-Modem. Das gefällt mir. Du bist mit Luna! Nice. Du bist mit Luna! Secret. Aber hier im Office gibt's doch sonst nichts, oder?
Sonst gibt's, glaube ich, nichts. Hä? DSL-Modem. Das DSL-Modem ist auch noch da. Nein! Also jetzt habe ich... Doofkopf, oder? Ich wollte doch nur schon mal ein bisschen vorwärmen. Falls da Marcel jetzt gleich kommt. DSL-Modem. Marcel, ich warte auf dich. Oh Marcel, komm jetzt, ich kann nicht mehr. Marcel, wo bist du? Ich warte auf dich. DSL-Modem. Du bist mit Luna. Komm bei mich. DSL-Modem. Internet und Telefon volle 24 Monate für 19,99 im Monat. Wir haben ihn verpackt. Verpackt und zurückgeschickt, ne? Da haukt er wieder, ne? Der Marcel. Marcello. Du bist mit Luna. DSL-Modem. Great. Powermacher. Ich frag mich... Es heißt ja hier oben, ne? Last Beta Version. Für mich sieht das Spiel eigentlich schon ziemlich fertig aus. Man könnte klar hier noch, wie gesagt, ein Bildchen hinmachen zum Beispiel. Du bist mit Luna! Könnte man. Aber für mich sieht es schon ziemlich fertig aus. Oder hier so eine Empfangstusi noch hinmachen. Aber ist alles viel Arbeit und braucht man ja nicht. Das ist allein hier schon... Du bist mit Luna! Internet und Telefon volle 24 Monate für 19,99. Man muss nur den gewissen Rhythmus haben. Nicht zu schnell, nicht so langsam. Dann kommt man gut hoch. Es klappt ja wunderbar, ne? Du bist mit Luna! Ich kann es einfach nicht sein lassen. Ich weiß. Ja, es ist cool. Das passt voll da rein, echt. Das ist echt unbelievable. DSL-Modem. Und was ich noch sagen wollte, endlich mal wieder so ein Spielchen, wo nicht so düster ist. Die meisten, wo man rauskommt, sind so dunkel und man sieht kaum was. Und hier schön hell, Office schön hell, man sieht was. Man braucht seine Äuglein nicht anstrengen. Für Leute, die sich's anschauen, die Let's Plays. Können gut erkennen, was Sache ist. Einfach wunderbar. DSL-Modem. 1 und 1. No! Ist es denn die Möglichkeit?
Ist es denn die Möglichkeit? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Do you wanna die? I wanna die. Wenn du zu langsam bist, bist du tot. Der böse Mann von 1 und 1. Und ich wollte doch nur ein Modem kaufen. Du bist mit Luna! Hast mich kaputt gemacht. Aber ich nehme so lange auf, bis ich's hab. Also. DSL-Modem. Entweder packe ich es irgendwann mal noch. Und es war ja schon 5 Uhr durch. 5 Uhr. What's wrong for time? 5 o'clock in the morning. Nee, in the evening. Doch, in the morning. In the morning. DSL-Modem. Ja, das DSL-Modem. Wer kennt es nicht? Du bist ein Luder! Anscheinend nicht. Nice. Picture of me. Picture of you. DSL-Modem. Aber ich finde das Spiel richtig klasse. Und was mich verwundert. Dass die normalen FNAF-Sachen so. Werden zwar auch angeguckt, aber. Ich habe, wenn ich dann sehe, bei die Klickzahlen bei der Beta-Version. Mann! Also vom ersten Test, wo ich hier gemacht habe, der Beta, die waren eigentlich ziemlich überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Also muss das Spiel ja was haben, ne? Mist! Ich muss es doch noch irgendwann mal hinbekommen. Streng dich doch mal an, du dummes Stück. Sack, Zementa, Lüersauge. Lüersauge. One shift at the Case Kreiner stand. Du wärst auch mal was, oder? Das ist so ein Imbisswagen, da musst du eine Schicht überleben bei den Käsekreiner machen. Das wäre doch auch mal eine coole Idee, oder? One night at the Käsekreiners. One night at Käsekreiners. Du arbeitest bei Käsekreiner Käsekreiner Productions. Entertainment. Kriegst so ein Kapperl auf. Du bist mit Luna! Und versuchst deine Käsekreiner zu machen. Und dann kommt der Killer Apfelstrudel und der böse Kaiserschmarrn. Und die machen dich dann kaputt. Ich lasse mich jetzt nicht mehr überraschen von dem von Marcel. Internet und Telefon volle 24 Monate für 19,99 €. Oh. Jesus. Die Geräusche finde ich cool. Dieses. Nice. DSL-Modem. Aber bis jetzt habe ich noch nichts entdeckt, wo nichts so sein sollte, wie es sein soll. Also es läuft alles einwandfrei. Also ohne irgendwelche besonderen Vorkommnisse. Da muss ich jetzt mal sagen, im Vergleich zu anderen
Pseudo-Entwicklern, wo da ein Spielchen rausbringen, wo absolut Müll ist. Und das wird nicht funktioniert und das nicht funktioniert und das klappt nicht. Und wenn ich dann sehe, hier als Beta läuft wie das warme Messer durch die Butter, ne? Also, schon bei der letzten Beta, wo ich gespielt habe, gab es hier nichts zu beanstanden. Klar, hätten wir nicht, war noch nicht alles da, aber so. Heimatland, ja, was ist denn jetzt los? Und ich nehme schon 20 Minuten auf. Es könnte mal wieder länger dauern. Aber ich habe ja gesagt, ich spiele so lange, bis ich jetzt durch habe. Ich muss mich ja für euch da draußen so richtig doof anstellen. Nein, ich möchte es nicht unnötig in die Länge ziehen. Wirklich nicht. Aber wir sind ja jetzt unterbrochen worden. Und wenn dann Sie hier bei beiden Betas nichts, wo du sagst, okay, es funktioniert einfach noch nicht richtig oder nö, also wunderbar, also das Spiel könnte so im Prinzip für mich jetzt schon, so wie es jetzt ist, könnte es für mich auf dem Markt, sag ich jetzt mal, ne? DSL-Modem. Also man könnte es auf die Menschheit loslassen. Da ich mich ja jetzt nicht als Mensch bezeichnen würde. Ich bin einfach nur ein Honk, aber... Du bist mit Luna! Marcel, komm. Internet und Telefon volle 24 Minuten. Zumindest mal das haben wir. Und hier auf das Charge Power braucht man nur drauf gehen. Man muss nichts anklicken. DSL Modem. Das seht ihr ihn, den Honky Tonk Marcel, Don Marcellos. DSL-Modem. Ich traue dem Marcel nicht. Ich muss ja noch ein paar andere Sachen machen. Oder ich habe mal zumindest vor, noch ein paar andere Sachen zu machen. Aber wenn ich ja noch ewig lang rummache, komme ich auf keinen grünen Punkt mehr heute. Aber ich könnte mal ganz kurz, im Prinzip mal auch mal meine Fresse hier wegmachen, oder? Damit ihr auch seht hier, ich depp. Fällt mir gerade auf. Du bist mit Luna! Damit ihr... Bisschen besser seht. Ist mir jetzt erst aufgefallen, sorry. Aber ich bin ja ein dummes Luder bin ich ja nur, ne? Also nochmal vielen, vielen Dank an BM Creations. Meinen Herz allerliebsten Freund aus dem Nachbarländli. Du bist Luna! Wo ich so gern mal sehen würde, das Städtchen, das Ländchen. So Wien oder so. Oder Salzburg. Du bist Luna!
Alles so die Originalsachen essen. Mir geht's immer nur ums Essen. Das Essen bestimmt mein Leben. DSL-Modem. Jo, und ich bei ihm das DSL-Modem. Es kommt, es dauert mal wieder etwas länger, Leute. Und ich würde mich ja freuen, wenn der Marcel jetzt kommen würde, ne? Ich bin nämlich gerade so im Flow drin, ne? Mach die Zunge rein, Rosti. Jawohl. Der Marcellus. Jetzt muss er rausgehen, ne? Komm da jetzt nochmal, der Marcellus. Ich weiß es nicht. Ich traue mir nicht, ne? Ich glaube, er könnte nochmal kommen. Du bist Bruder! Marcel. Marcel. DSL-Modem. Marcel. Nein! Yes! 6 o'clock! Nach 27,5 Minuten. Oh, stramme Leistung. Nice. Disturbing. Leute, wir haben's durchgespielt. Ich hab's ja erpockt hier. Ich leg's für Morsch. Nice. Beta. Beta 1.1. Ja, Freunde, das war One Night at Marcel Davis. DSL Modem Factory Recreated. The last beta version. Nice game. Great game. I love it. Cut auf dem Markt. Abgehakt. Genehmigt. Frei für den Verkauf. Nochmal vielen Dank an BM Creations. Ich hoffe, ihr habt ein kleines bisschen Spaß. Und wehe nicht, dann gibt's was auf die Mütze, ne? Dann verfolgt euch der Marcel Davis und besucht euch und dreht euch ein DSL Modem auf. Ich denke, ich habe irgendwie nicht alles rausgefunden vielleicht. Aber das werde ich ja erfahren. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet auf meinem Rosti-Kanal. Vor allem bedanke ich mich fürs Zusehen. Bedanke mich beim BM Creations, dass ich das Spiel testen durfte, spielen durfte, bevor es auf den Markt kommt. Auf den Markt. Und mir hat es super geil gefallen. Macht richtig Laune. Macht Spaß, macht Fun. Und so soll es ja sein im Leben, ne? Wenn ihr der Meinung seid, hast ihr ein Däumchen verdient, dann dürft ihr mir das gern da lassen. Wenn nicht, dürft ihr mir es auch da lassen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet auf meinem Rosti-Kanal. Bis dahin, genießt das Leben, enjoy the life. Isst mehr Käsekreiner und Kaiserschmarrn und Apfelstrudel und Sachertorte und Wiener Schnitzel und ach, was weiß ich. Genießt einfach nur das Leben und verhaut euch nicht. Das Leben kann so beschissen sein. Macht das Beste draus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich sage tschö, bitte und ficke dich aus. Euer rostiger Rentner. Thank you and goodbye. Enjoy your life. Bye bye. The Rusty Man goes home to Marcel Davis. I need a day's album. What? He's coming. Nein. Geh weg! Gut! Ciao, ciao!